Herzlich willkommen auf der CeMA 2018 hier von Tötter Material Handling. Sie sehen, wir haben einen relativ dichten Stand, ein hohes Interesse unserer Leute. Sehr, sehr. So, was wir Ihnen als erstes zeigen möchten, sind unsere branchenbezogenen Lösungen. Und zwar bieten wir unseren Kunden aus dem Bereich Logistik spezifische Trucklösungen, Fahrzeuglösungen an, Servicelösungen. Was ich Ihnen aber auch noch zeigen möchte, ist unser ganz neues Fahrzeug in den Trigo 60 bis 80. Damit begleiten wir unseren Kunden auf dem Wechsel von den verbrennungsmotorischen Staplern hin zu elektrobetriebenen Staplern. Moin, moin. Zeigen wir Ihnen nicht nur sehr freundliches Personal, Mitarbeiter, die für Sie da sind, sondern wir möchten Ihnen zeigen, wo es alles begonnen hat. Sie sehen hier einer der ersten Stapler von Toyota im europäischen Markt. In der Toyota Lean Academy zeigen wir Kunden, Interessenten, wie alles begonnen hat, was Toyota Produktionssystem bedeutet, welche Savings, welche Benefits Sie erreichen können. Wir haben auf der CeMAT auch sehr interessante Forum-Diskussionen, wo wir Fachvorträge bieten, wo wir unsere Erfahrungen der Kooperationspartner oder unseres Unternehmens mit Ihnen teilen. Unabhängig, ob das jetzt Augmented Reality ist, ob Artificial Intelligence, Connectivity, TPS oder T-Smart-Lösungen. Wir zeigen Ihnen hier aber auch auf der Messe unsere Vernetzungen, die Connectivity, die wir haben zwischen den Fahrzeugen. Wir werden mit Microsoft diese vernetzten Lösungen, diese optimierten Lösungen, diese autonomen Fahrzeuge immer weiterentwickeln, deren Wissen mit uns teilen und einfach noch mehr Savings den Kunden anbieten. Was ich Ihnen als erstes zeigen will, einfach als Beispiel der Connectivity, ist eine Augmented Reality und ein Virtual Glass, was wir Ihnen zeigen. Hier werden wir in Zukunft Lagerplanungen, Service der Fahrzeuge mit modernen Hilfsmitteln lösen, um noch schneller, noch höhere Qualität zum Kunden erreichen zu können. Unsere Fahrzeuge fahren im ganzen Lagerhausprogrammbereich mittlerweile autonom. Vernetzte Lösungen, Telematics bieten wir ab November 2018 in allen Fahrzeugen im Lagerhausprogrammbereich an. Hier können wir unseren Kunden auch schon ganze Zentren, ganze E-Commerce-Zentren, Distributionszentren anbieten, vollautomatisiert über die Van der Lande-Organisation. Bisher habe ich Ihnen unsere bestehenden Angebote gezeigt. Was ich Ihnen zum Abschluss meiner kleinen Tour zeigen möchte, sind Zukunftslösungen. Wie stellen wir uns im Materialhandling in den nächsten Jahren vor? Da ist einfach das typische Beispiel oder das beste Beispiel die Swarm-Technologie. Aber das sind die Produkte, die wir Ihnen zeigen, das waren die Lösungen, die Ihnen zeigen. Aber das Wichtigste für uns, das sind unsere Mitarbeiter, die für Sie da sind, die Ihre Probleme versuchen zu verstehen, Ihnen Lösungen zu erarbeiten und mit Ihnen gemeinsam eine Materiallösung der Zukunft zu erarbeiten.